Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Wolfenstein 2, The New Colossus. Im letzten Part waren wir auf der Venus. Und dieses Mal, Leute, geht es zum Ausmerzer. Ah ja, finde Fergus Arm. Stimmt. Wir müssen den Arm erstmal finden. Hallo, Mann. Schon was gefunden? Captain, schauen Sie mal. Nicht weiterhelfen. Kennen Sie diesen Regimebunker in Manhattan? Den nutzen die Schweine als Basis. Wir haben einen Funkspruch abgefangen, in dem die dort gelagerte Kampfausrüstung genannt wurde. Jetzt kommt's. Auf der Liste stehen voll funktionsfähige Python-Gurte. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Aber hallo. Das gehört aber auch bestimmt zu diesem Bezirksquatsch, ne? Ja, mancher Bezirk, ja. Da muss ja bestimmt noch was machen, ist okay. Ich pass schon auf sie auf, Mann. Da unten. Okay, ja, ja, verdammt, die Wege. Fergus, warum musst du immer diesen Arm verlieren? Immer? Wann haben wir das letzte Mal verloren? Hey, Terra Billy. Hey, Paris Jack. Ich suche nach Fergus Arm. Irgendeine Ahnung? Wissen Sie, ich hab Fergus gestern Abend gesehen. Hey, sehen Sie die Kleine da drüben? Nicht hingucken, Mann! Ich wollte ihr diese Rose schenken und was Romantisches sagen. Sind Sie ein Romantiker? Manchmal. Okay, nichts Anrüchiges. Sie ist ein gutes Mädchen und soll wissen, dass ich ein ehrenwerter Mann bin. Wie wäre denn das, Maria? Seit ich sie kenne, wollte ich das tun. Und dann gebe ich ihr die Rose und sage, diese Rose ist ein Symbol meiner guten Absichten. Ich hoffe, Sie möchten mit mir ausgehen. Es muss nur ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Scheiße, bin ich nervös. Ich will's nicht vergeigen. Ich spiele Ihnen was für die richtige Stimmung. Verdammt. Maria, seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Reicht's mit dir, du verkackter Scheißarm! Ich werde dir Nieren beibringen! Er ist abgedampft Richtung Hangar. Naja, so wütend habe ich noch nie jemanden erlebt. Danke. Suchen Sie im Hangar nach dem Arm. Dort ist Fergus hin. Ist das noch also, so? Fergus soll Richtung Treibstoffdepot gegangen sein. Vielleicht liegt da sein Arm. Hey, also folgendes, Bee. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Ärsche zum Generalstab auf der Venus geschickt haben. Jetzt kommt's. Auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtenläufer. Die benutzen ihn wohl, um Decken zu streichen oder so. Wer weiß. Naja, schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Viel Glück, Bee. Ja, es ist so eine Mission, die man so mal machen kann. Aber die mache ich dann einmal. Nee. Ich will erst die Hauptstory hier durch. Es geht um Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen Sie sich nicht beißen. Von dem Mistvieh kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Okay. Das Arm nicht gesehen. Wenn dieses grässliche Buch verschwende, wäre ich glücklich. Max Hals. Was
mich immer auf die Palme. Mr. Blasco, als Autorin habe ich die Angewohnheit, Menschen zu beobachten. Zum Beispiel Max. Ich erkenne eine große Traurigkeit. Es wäre gut, ihm zu helfen. Ich weiß, dass Max Spielzeug mag. Halten Sie doch die Augen danach offen, wenn Sie gegen das Regime kämpfen. Für Max, Mr. Blaskovich. Ja, ich habe auch nichts Besseres zu tun. Ach Mensch, ich... Das werden wohl die Schießanlage sein, ne? Dann gehen wir da mal als nächstes hin. Ja, ich hole jetzt auch noch Max Spielzeug, ist klar. Ist klar. Ich mach alles. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Sammelaufgaben. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Letzte Nacht lief was mit deinem Freund. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das habe ich schon gemacht. Wo ist deine dumme, doofe Riesenratte jetzt? Ah, ernsthaft? Ah, okay. Dann laufe ich hier ganz kurz durch. Ist auch okay. Ah, warte, wo geht's denn hier raus? Hier. Ich glaube, keine Ahnung, wo deine Scheißratte ist. Okay. Wo ist denn dein bekloppter Arm? Wo ist er bloß? Voll Dampf voraus, Mann. Also schön. Wo versteckst du dich, Arm? Hinter. Ah, okay. Aber ich hätte einfach den Tisch zur Seite zu räumen. Das war unter dem DJ zu einfach.
sagen, ja, ich räume den Tisch zur Seite. Ah, egal. So ist das Speech hier zu einfach. Weiß nicht, wo es hier rausgeht, aber... Oh, aber okay. Hab Fergus Arm nicht gesehen, Bruder. Braucht mir alle auch nicht helfen, ich hab ihn. Dann können wir jetzt wohl endlich mal zu diesem Ausmerzer gelangen. Gut. Level verlassen. Mich umbringen! Na bitte! Der bewährte Katerkiller vom alten Horten funktioniert immer. Bam! Warum lümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei, let's go! Unvorstellbar. Unbegreiflich. Entschuldige, dass ich wegen des Hemds so sauer war. Ist ein guter Kerl. Max Hass? Meine Brüder und Schwestern. Meine Brüder und Schwestern. Hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin... Kein Regimeflittchen! Kapieren Sie es endlich! Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzustempeln, der ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie! Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du! Ich liebe dich. Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot? Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählt sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Gut geflogen. Gott. Lauf! Okay. Oh. Oh, Entschuldigung, ich bin aber wieder weg, ne? Wow.
Ah. Gut. Was auch immer du tust, William, ich folge dir. Wie nett. Na gut. Ich hasse diese Dinger. Die Dinger machen Schaden, ein bisschen geht dem ja. Hallo. Hallo, ist gut. Oh. Ist okay. Jetzt reicht's. Maul. Ja! Jetzt stellen sich ja alle gleich vor mich. Klasse. Das finde ich gut. Bitte bist du nicht mit, wenn du doch nichts tust. Alter. Stellt euch mal alle vor mich, das ist eine gute Idee. Was euch auch nicht hilft, aber... Fresse. Verstanden. Sigurd, wir sind drin. Es gibt 3 Odin-Leitstände auf dem Außenmerzer. 2 davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand, die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand, die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja. Wird gemacht. William, such den Hugin-Leitstand und deaktivier die Backbordverteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Euer Freundescode. Nein. Aus. Nicht okay. Fresse. Ich gehe rein. Was? Lebt er noch? Schnauze. Alter, wie viel frisst der? Okay, ich glaube, die Waffe bringt gegen euch nichts. Ah, ihr wollt doch bitte mal. Na, wie schmeckt eure Medizin? Nicht so gut? Hallo? Geh mal kaputt. Guter Angriff. Hat leider nichts gebracht. Nichts Persönliches, ne? Ey, Jagdfliegern, komm zu den Hero. Okay. Okay. Achso, ich bin da oben, das heißt, ich habe keine Stände, die ich nicht mitnehmen. Würde ich nur sagen, Leute, dass wir in dem nächsten Part den Außenmerzer übernehmen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Wolfenstein 2 The New Colossus. Ich hoffe, euch jetzt hier bis hierhin Spaß gemacht. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, den Außenmerzer zu ausmerzen. Wir sehen uns. Bis dann, Leute, und tschüss. Ich hoffe, euch hat's gefallen.